Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman. Ich muss euch gleich am Anfang der Folge ein kleines Geständnis machen. Und zwar, als ich die letzte Aufnahmepause gemacht habe, vor, keine Ahnung, 2, 3 Wochen. Mindestens 2 Wochen, 3 vielleicht noch nicht. Haben wir an einer Stelle Pause gemacht, wo ich jetzt gerade nochmal alles neu spielen musste. Also an der Stelle musste ich nochmal neu spielen, weil er weiter vorn angesetzt hat, also der Speicherpunkt weiter vorn angesetzt hat. Bei den Telltale Games ist ja leider nicht zwischendurch irgendwelche Speichermöglichkeiten oder sind ja nicht irgendwelche Speichermöglichkeiten zwischendurch gegeben. Und ach Mann, ich habe das Fenster aufgemacht, weil heute, ich habe euch gestern habe ich Dings aufgenommen, Whispered World, und da war es 28 Grad. Und heute sind es fucking 17 Grad und meine Bude war ja halt da aufgeheizt oder insgesamt, Häuser heizen sich auf. Und da habe ich jetzt überall die Fenster aufgemacht, damit das Ganze durchzieht und alles wieder kühl wird. Vor allen Dingen, was ist das für ein Unterschied? 28 zu 17 Grad? Was zur Hölle? Also ich merke auch ein bisschen, dass mich das mitnimmt. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern darauf, dass der Verkehr so übel laut ist, verdammt nochmal. Aber ich lasse die Fenster mal offen, vielleicht stört der Verkehr nicht so sehr. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich muss jetzt gerade nochmal eine Szene spielen und dabei habe ich etwas leider ausgelöst. Was ich jetzt euch kurz erzähle, so spektakulär war es nicht, und dann spielen wir einfach weiter. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an der letzten Folge, die ist ja für euch jetzt nicht so lange her wie für mich, dass wir in der Betthöhle waren und vor den großen Computern gesessen haben. Wir haben die Zeitung gelesen und so weiter. Und dann habe ich Folgendes gemacht, weil ich dachte, dass ich das schon gemacht habe in der letzten Folge und dass das nichts auslöst, aber es hat was ausgelöst. Ich habe auf die Sicherheitskamerabilder geschaut und da hat Batman festgestellt oder Bruce festgestellt, dass sich die Kamerabilder nicht bewegen die ganze Zeit. Also, dass dort nichts vorgeht, niemand vorbeiläuft, nichts wackelt, was weiß ich. Und er hat gesagt, oh mein Gott, da muss was falsch liegen. Lass mich mal losfahren und Bescheid sagen, helfen, was auch immer. So, und das waren unsere letzten Worte zu Alfred, zumindest jetzt gerade im Moment. Und hier setzen wir auch ein, wo er gerade zum Auto läuft. Harvey needs to get out of there. Hey, Bruce. Man, I'm glad you called. I needed to talk to you, actually. Something's come up. Something that's... well, it's not exactly pleasant. Harvey, listen to me. Your life is in danger. Because of Penguin and his thugs? Thanks, but there is an army of security here. They have me in some back room until the debate begins. For my own protection, they said. A little bit of overkill, if you ask me. It's not overkill, Harvey. It's a real... Please. I need to... Get this off my chest. Look. Bruce, I didn't want to do this over the phone, but... My advisors are telling me that I need to... that I need to... distance myself from you. Until all this mess with your family blows over. They're afraid it's not a very good optic. Ouch, Harvey. Talk about a sucker punch. What with the allegations in the press, and now this mess with Falcone, you're a liability. But here's the thing, Bruce. Without your money... I am dead in the water. I know this is a delicate topic, but I need you to keep me afloat. I may have to trash you in public. But you and me, we'll know the truth about our friendship. No matter what, we need a new mayor. Hill needs to be removed. I knew you'd see it that way. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money, Bruce? Whatever it takes to save Gotham. I'll always support you, Harvey. Oh, thank you, Bruce. Thank you. You don't know how much this means to me. To Gotham. I'm sorry, Bruce. The makeup person is here. Guess she needs to put on my face. I hope you can still watch the debate somewhere. No matter what I have to say tonight, remember. You are always my friend. Harvey! Yeah, all quiet so far. I've got a feeling that's about to change. Just so we're clear, you and me,
We're on shaky ground. Jim, listen. No, listen to me. The excessive violence, it can't go on. Most of the GCPD already think you're a monster. Don't prove them right. I'm sorry for putting you in a difficult spot, Jim. I value our working relationship. So do I, Batman. That's why I need you to rein it in. We have bigger things to worry about right now. Your security has been compromised. I've got patrols on every door. You better check on them. I'd keep that holstered if I were you. What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office. Really? You're gonna drag out that dead horse? I think she's mending her ways. Oh, he's right, Lieutenant. I don't do the bad things anymore. Unless it's on request. This better not come back to bite me. Alpha Patrol, come in. That, incident in the bar. Dead is its own kind of cage. I can't stand being in it. Not that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. You don't owe me anything. Those scum had it coming. And they say chivalry is dead. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Now aren't you glad I'm here? You have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. We are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Good evening, everyone, and welcome to our live debate for the next mayor of Gotham City. This is an important debate for these two candidates, incumbent Mayor Hamilton Hill and the challenger Gotham District Attorney Harvey Dent. And it's also important for you, the citizens of Gotham, who will soon head to the polls to decide the future of your home, a city that's faced its share of hardships in recent years. Rising crime rates, income inequality, yes, mass vigilante groups on our streets. At least we know why they weren't responding. Gordon, we found one of your patrols. They've been terminated. As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. First order of business, firing the moderator! I hate to be a downer, but these hostages, I don't like their chances. They just didn't have a head for the issues. If we're quick and decisive, no one else has to die. If you say so. But Penguin's playing for keeps. Fanatics always do. You'll do. Get out of here. Keep it quiet back there. These guys are armed to the teeth. We need a new moderator. Come on, you. You there. Yes. You. Thank you for volunteering. Please. No. Go on, then. Introduce the candidates. Stage fright, huh? All right, I'll get you started, but this is your show. Three hostiles. Gotta take them out quietly. On the left! Sword, gut, power, down and dirty incumbent, Mayor Hill! And on the right, always smiling! Okay, drei Schläger. Bin ich jetzt zuerst mache, oder was? Daniel? Stativ? Ne? Wo ist er? Okay, was hat der die Kamera? Ich
Ich frage mich, ob ich den ganzen Scheiß auch komplett schräg verbinden könnte. Also die Kamera dem dort hinten über die Rübe ziehen und so weiter. Der Tisch, oder? Tür? Wir nehmen die Tür, oder? Maybe next time. Keep your heads down. Make for the police line. And now, a word from our sponsor. I count on you, brothers and sisters of Gotham. You have nothing to fear. We are the children of Arkham. We are here to end the masquerade and expose the corruption at root in your city. For too long, men like your esteemed mayor have profited from the pain of innocence. Did you ever meet the guy on the screen? Nope. Smart to let someone else do your dirty work. Look into the hearts of these spineless creatures. Chosen to be. Go on, love. You know what to do. Moderator gets shot on live TV. What's going on in there? First off, we should incinerate the pool. An entrance. Ah!
go! Why don't you kick the crap out of him? No, please, I made an end. You could never. That assault swayed at me. I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. There won't bring back my poor old mum. So this is for her. You won't let you kill anyone else! Wait your turn, Dent! Where's your maid, Bruce Wayne? Your biggest supporter, and you didn't even turn up! Batman! The revolution's already started! It's too late to join! Let Dent go! And what if I don't? I'll crush every bone in your body. I knew you'd say something like that! Es tut mir leid. Hold your fire, damn it! Harvey. Where's the maniac in the mask? We need paramedics over here, now! Okay, bevor das alles weitergeht, setze ich mich mal ordentlich hin und muss das mal Revue passieren lassen, was jetzt hier gerade passiert ist. Wow. Ich zäume das alles mal von hinten auf. Warum habe ich mich für Selina entschieden und nicht für Harvey? Weil ich irgendwie geglaubt habe, dass wir das bei Harvey nicht verhindern können. Er muss ja doof gesagt irgendwie zu Two-Face werden. Obwohl ich irgendwie im Kopf hatte, dass das per Säure passiert und nicht mit einem Scheinwerfer. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Das ist furchtbar lange her, seitdem ich den ganzen Batman-Kram das letzte Mal gesehen habe. Deswegen will ich hier nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich glaube nicht, dass einer von beiden gestorben wäre. Also ich glaube nicht, wenn ich mich um Harvey gekümmert hätte, dass Selina stirbt. Ich glaube, beide wären safe gewesen. Selina wäre vielleicht irgendwie verletzt, keine Ahnung. Aber ich habe in dem Moment einfach gedacht, Selina helfen. War für mich irgendwie die bessere Entscheidung, auch jetzt, wenn ich ein bisschen drüber nachdenken kann über die Sache. Obwohl es natürlich um Harvey krass ist, aber es steckt halt auch irgendwie Korruption, viel Falsches in Harvey, ne? Wenn er sagt, oh, du bist mein Freund und wenn ich sage, dass du ein Wichser bist vor all den Leuten, dann denke mal dran, ich liebe dich. Ist halt auch so ein bisschen komisch, ne, mit den Distanz, dass das so politisch sein muss. Wo wir gerade bei Harvey und so sind, die haben doch eine Spritze mit Wahrheitsserum bekommen, oder? Habe ich das gerade falsch verstanden? Ich war so konzentriert auf das Spiel, dass ich nur nebenbei zugehört habe und nicht ganz
richtig eventuell liege, aber ich glaube, das war doch ein Wahrheitsserum, was Vicky den beiden gespritzt hat, oder? Und war das Scarecrow? Nur in einer anderen Form? Der auf diesem Bildschirmdingens war? Weiß ich auch nicht genau. Er hat mich einfach nur sofort an Scarecrow erinnert, besonders auch, weil die bewusstseinsverändernde Drogen benutzt haben. Also glaube ich zumindest, dass es das war. Was wäre denn daran so schlecht gewesen, die beiden ein Wahrheitsserum, also den beiden ein Wahrheitsserum zu spritzen? Wäre das nicht sogar positiv, wenn man es so sieht? Dann hätte man mal rausbekommen und gehört, was die beiden tun wollen, im Schilde führen, was ihre Hintergründe sind. Und ich habe das in dem Moment, natürlich war das Erschießen der Cops und des Moderators mega scheiße, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber so grundsätzlich bei einer Wahl von Bundeskanzler oder so ein Wahrheitsserum vorher spritzen und dann, na, ich werf's mal nur in den Raum. Nee, wäre eigentlich ganz mal eine ganz coole Sache, was das angeht, aber hat vielleicht auch Nachteile, die ich jetzt beim kurzen Nachdenken nicht in irgendeiner Weise im Kopf habe. Boah, ich bin halt auch krass irgendwie ein bisschen überwältigt von der Situation mit seinem Vater, dass er dort war und wirklich die Mutter von Pinguin, also von Oswald, der übrigens einen sehr, sehr geilen britischen Akzent hat, oder? Ich liebe ja sowieso dieses Londonerische Sprechen, dieses Britische, aber noch mehr das Londonerische. Und der hat das so cool, ich habe dem so gerne zugehört gerade. Aber es war halt krass, was Bruce Vater mit Oswalds Mutter gemacht hat. Oh Gott, ich kann gerade nicht mal gerade ausdenken, ne? Die war also, wow. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich eine Szene gewesen? Waren unsere Eltern oder unser Vater, also Bruce' Eltern, wirklich so krass skrupellos? Oder ist das irgendwie eine nachgestellte Szene? Was ich komisch fand in dem Augenblick, war, dass Selina gesagt hat, hey, ich denke, dein Vater ist tot. Aber die beiden haben doch gesagt, hat die Mutter nicht gesagt, unsere Jungs spielen zusammen? Oder unsere Jungs haben zusammen gespielt? Ich glaube, sie hat gesagt, spielen zusammen, oder? Weil in dem Moment, als sie es ausgesprochen hat, dachte ich mir, hey, sie spricht auch in der Vergangenheit, also in der damaligen Gegenwart, oh Gott. Also als wären die Jungs noch klein, wisst ihr, was ich meine? Also, dass das beides sehr, sehr alte Aufnahmen von vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren sind. Und deswegen fand ich es voll komisch, dass Selina gesagt hat, hey, ich denke, dein Vater ist tot. Jetzt, also das Krasseste wäre, wenn in diesem Spiel rauskommen würde, dass die Eltern gar nicht tot sind. Aber wir haben ja jetzt rausgekriegt, dass der Bürgermeister das den Überfall beauftragt hat. Also warum sollte der Vater auf der anderen Seite nicht tot sein, wenn der Bürgermeister das beauftragt hat? Das war irgendwie Wirrwarr. Vielleicht war das auch gar nicht so gemeint, so wirr zu werden und es wieder ein Übersetzungsding oder so. Ja, krasse Sache. Krass. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, liebe Leute. Lasst uns hier mal eine Aufnahmepause machen, uns alle beruhigen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.